In diesem Video wollen wir uns mal gemeinsam anschauen, wie schafft man es eigentlich, wenn man selber einen Handwerksbetrieb hat und gerade stark am Wachsen ist, ne? Wie man sich selber rausziehen kann, ohne dass die Mitarbeiter direkt merken, hey, der Chef fehlt und alles läuft nicht mehr. Viel Spaß dabei. Erstmal herzlich willkommen wieder zum Kanal. Ich bin Alex und ich habe den Fabio mitgebracht. Ja, du kannst dich gerne mal kurz vorstellen. Du hast ja selber sehr viel Erfahrung im Handwerk mittlerweile und erzähl gerne mal, was ihr so macht. Ja, hallo, mein Name ist Fabio Katzor. Ich bin der Geschäftsführer der PVG GmbH aus Sachsenhagen, das ist bei Hannover, hier direkt um die Ecke. Genau, wir installieren Photovoltaikanlagen aus einer Hand, beschäftigungsintensiv mit dem Thema Energie. Das bedeutet, dass wir auch andere Energieressourcen nutzen wollen für den Kunden da draußen, um dem Kunden da draußen auch einen Mehrwert bieten zu können. Ja, und wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten und wir haben so festgestellt, das große Problem, was ihr gerade habt, ihr seid extrem gewachsen. Kannst du mir kurz mal sagen, wann habt ihr euch gegründet? 2020? Wir haben uns gegründet am 1.9.2021. 2021 sogar. Genau. Krass. 2021 haben einen, ja, sind damit 8 Leuten an den Start sofort gegangen, hatten dann guten Speckmantel, mit dem wir dann so angefangen haben. Haben jetzt auch durch die A&M, durch euch, haben wir jetzt 21 neue Mitarbeiter eingestellt. Ein paar kamen dann auch durch Weiterempfehlungen, auch hier bei uns hier Ja. im Ort, und sind jetzt über 40 Mitarbeiter. Das ist krass, ne? Innerhalb von 2 Jahren? Nicht Nur mal ganz zwei noch nicht Jahren. mal. Also wir haben richtig angefangen, sage ich mal, Ja. letztes Jahr im Januar. Letztes Jahr im Januar, wir sind mit euch dann im Dezember an den Start gegangen. Einen Monat später haben wir dann so richtig angefangen. Wir sprechen immer davon, dass wir richtig gezündet haben. Und ja. Ja, das ist natürlich krass. Und da kommt man dann schnell in die Situation, ihr seid ja auch zwei Geschäftsführer, genau wie wir, dass man dann merkt, okay, erstmal die Räume werden zu klein, das habt ihr jetzt ja auch gerade das Thema. Aber vor allem, ihr müsst irgendwie schaffen, euch ein bisschen aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen, weil es ist bei über 40 Leuten, ja, ist irgendwann nicht mehr eure Aufgabe, die ganzen kleinen Sachen zu erledigen, ne? Genau, und das ist auch nicht böse gemeint. Also am Ende des Tages ist es dann so, wenn wir über 40 Leute sind, können Niklas Höhn, der andere Geschäftsführer, können wir uns nicht dann mit jedem Thema auseinandersetzen. Eben. Und man kann sich das immer so vorstellen, wie zum Beispiel ein Baum, der wächst, der wird ja dann immer größer und wir brauchen dann auch andere Ebenen darunter. Das soll ja nicht abgehoben wirken oder sonstiges, aber das ist so der natürliche Gang, den es dann auch gibt. Und da müssen wir vernünftige Ebenen darunter dann aufbauen, worauf wir uns auch verlassen können und ja, wo wir dann auch zusammen Erfolge erzielen können. Ja, es ist ja für viele wirkt es immer so, ja, der Chef hat keinen Bock mehr, der zieht sich raus oder so. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass das Unternehmen weiter wachsen soll. Ihr habt eine Mission dahinter. Genau. Ihr wollt ja im Endeffekt nicht nur die Region, sondern irgendwann ganz Deutschland auch wirklich grün machen. Und dass halt grüne Energie besteht in allen möglichen Formen. Wir haben auch schon gesprochen, ihr habt da einige, um jetzt zu viel zu sagen, einige sehr coole Projekte noch, die ihr plant, was auch wirklich nochmal einfach anders ist als die klassischen PV-Unternehmen, sage ich jetzt mal, die man so kennt. Da sind ja wirklich viele Dinge links und rechts in der Entwicklung. Ihr entwickelt ja auch selber Produkte, Genau, was ich auch sehr spannend finde. wir haben einen eigenen Produktentwickler bei uns Genau. schon im Hause, genau, der sich jeden Tag damit auseinandersetzt. Genau, und ihr könnt natürlich das Wachstum langfristig nicht so gewährleisten, wenn ihr selber die ganze Zeit im Tagesgeschäft seid und wenn ihr nicht anfangt, eine zweite Ebene einzuführen und anfangt, über Kennzahlen des Unternehmens zu steuern und nicht mehr über eure Tätigkeiten. Genau. Das ist einfach wichtig, weil sonst wächst nicht mehr und dann ist es zwar schön, dass ihr immer da seid für die Leute, aber es werden halt nicht mehr. Genau, und das Problem ist halt auch, was wir jetzt so dann auch ja, feststellen konnten, ist dann halt, dass diese Scheuklappen dann auch irgendwann zufallen. Also man hat einen extremen Tunnelblick, der ist Ja. auch gut, das ist auch schön. Dafür sind dann auch die anderen Ebenen dann auch dann zuständig. Aber bei uns ist das sehr, sehr gefährlich. Also wenn die Scheuklappen bei mir und beim Niklas dann auch zufallen, besteht dabei auch die Gefahr, jetzt langfristig gesprochen, von 2, 3, 4, 5 Jahren Schritten in dem Unternehmen, dass man das Unternehmen langfristig gegen eine Wand fahren Ja. könnte. Und da haben wir am meisten Angst vor und da wollen wir dann auch gegenwirken, Ja. dass wir ja, das Unternehmen zukunftssicher bauen. Also wir sind Ja. in einem Energiebereich unterwegs, da ist die Zukunft schon relativ sicher, aber trotzdem legen wir den Fokus da ganz klar drauf, dass es dem Unternehmen auch in 10 Jahren sehr, sehr Ja. gut geht. Ja. Ja, und das Wichtigste, um Unternehmen am Ende zu steuern, auch wenn man nicht mehr die ganze Zeit da ist, sind halt wirklich Kennzahlen. Und wir haben vorhin schon besprochen, ihr habt schon einige Ideen für Kennzahlen, einige auch schon im Einsatz. Aber so das wirkliche Controlling dahinter fehlt dann noch. Zum Beispiel, was wir gerade besprochen hatten, was sehr interessant auch für mich jetzt war, dass der Niklas zum Beispiel, du ja dann doch ein bisschen mehr, Niklas hat gar nicht so aktuell die Ahnung mehr, was bei den Produkten los ist, weil er einfach nur im Hintergrund in seinen Excel-Tabellen hängt. Was auch normal ist, weil den einen muss es geben, der das macht. Ansonsten funktioniert es vorne zwar, aber hinten nicht. Und da ist zum Beispiel so eine ganz klassische Methode, die man machen kann. Das geht jetzt wahrscheinlich von denen, die das schauen, nicht so vielen so, die in der Situation sind, dass sie wirklich so groß schon geworden sind. Das ist ja dann wirklich Größe, ab 20 Leute geht das erst los. Dass man Tagesgeschäft nicht mehr so involviert ist, ist zum Beispiel einfach mal sich ein Feedback von den Kunden einzuholen. Wie zufrieden sind die eigentlich? Genau. Weil das ist immer das große Problem und die Gefahr. Ihr als Geschäftsführer, ihr habt ja oft mit den Leuten dann zu tun, was schiefläuft. Da sind 90, 95, 99% der Leute zufrieden und ihr kriegt jeden Monat den einen ab, der unzufrieden ist. Ne? Ist von der Quote her komplett normal, dass einer unzufrieden ist, aber ihr denkt die ganze Zeit, ihr macht einen schlechten Job. Und auch dafür mal eine Relativierung zu schaffen, dafür braucht man einfach Kennzahlen. Ne? Das ist einfach mega wichtig, das ist einfach mega relevant. Und wir haben gerade noch ein anderes Thema bei euch besprochen.
Dann soll es in dem Video so ein bisschen noch gehen. Ihr seid ja aktuell, ich sag mal, so ein bisschen die gute Seele, ihr seid immer da. Wir waren ja selber bei euch, letzte Woche, glaube ich, war es, ne? Genau. Relativ spontan ist ja das Treffen entstanden. Letzte Woche bei euch und es ist halt schon mega cool, muss man sagen. Also es ist wirklich da jeder korrekt drauf von euren Leuten. Ne? Das ist ja bei uns genauso. Wir wählen ja auch die Leute so aus, dass sie wirklich cool drauf sind, dass das auch passt. Und ihr seid mit allen per Du, alle, es ist bei jedem Hallo, na, was geht und so. Und ihr habt halt Angst, dass diese Kultur, die ihr da geschaffen habt, verloren geht, wenn ihr selber nicht mehr da seid. Ne? Genau. Also wir haben eine richtige CI bei uns im Unternehmen. Ja. Und die versuchen wir auch unseren Leuten auch sehr nahe zu geben. Und da ist dann wirklich die Angst relativ groß, ja. Dass wir dann die, sag ich mal, die zweite Ebene einführen und dass da diese CI dann auch verletzt werden könnte. Ja. Wissen wir nicht. Ja, und ich habe also hat schon mal gesagt, es gibt da Lösungsmöglichkeiten. Das Erste, was man halt beachten sollte, ihr habt immer so zwei Aspekte, warum Leute euch vermissen könnten. Das eine ist eure fachliche Kompetenz, die kommen einfach mit den Aufgaben nicht weiter. Das Zweite ist das Persönliche. Und bei der fachlichen Kompetenz ist der erste Trick, in Anführungsstrichen, wie man das machen kann, wenn der Mitarbeiter zu euch kommt, wirklich mal zu sagen, okay, spannendes Thema, entweder geht zum Mitarbeiter XY, der ist verantwortlich dafür, dass ihr jede Art von Aufgaben, die zu euch kommen, erstmal woanders hinschiebt oder macht ihr da mal Gedanken, macht mal einen Lösungsvorschlag. Mhm. Und so fangen die Leute an, selber innovativer zu denken. Mhm. Das heißt, die kommen selber in den Prozess rein, nicht mehr den, ich gehe jetzt zu Fabi, ich gehe jetzt zu Niklas und frage dir einfach mal, was ich jetzt mache, sondern ich überlege mir selber eine Lösung, bevor ich zu denen komme. Oder ich weiß direkt schon, wenn es um das Problem geht, muss ich zu jemand anderem gehen. Ja. Und wenn ihr das 1-2 Monate durchzieht, werden die Leute immer seltener zu euch kommen, ja. Weil die wissen eh schon, was die Antwort ist. Und das ist ja auch das Schöne, denke ich mal, daraus, dass es dann auch das Kreative hier dann auch lebt. Exakt. Also das ist ja für das Unternehmen, also wir denken ja immer pro ja. Unternehmen, für das Unternehmen, all das, was wir machen, ist für ja. das Unternehmen. Und wenn da sowas Kreatives bei rausspringt, ja. das ist ja eine Riesenchance, die man ja ergreifen kann. Und man stellt ja, so wie du gesagt hast, ja, ja. wirklich auch nur Leute ein, die auch in dem Unternehmen passen. Das sind ja in der Regel immer coole Leute. Ja. Und die wollen ja auch für das Unternehmen brennen und die dann auch in dieser Sicht dann auch zu fördern, ja. ist ja eine Riesenchance. Ja, ja, auf jeden Fall, gerade die Leute, die sich wirklich Gedanken machen, die A-Mitarbeiter, die brauchen das. Sonst ja. sind die nicht zufrieden, weil die langfristig nicht immer mal wieder eine neue Herausforderung haben oder sich selber auch kreativ entfalten können. Gehen die halt irgendwann auch. Das ist definitiv ein Ding, das muss man beachten. Und damit werdet ihr aber auch selber einfach ein Stück weit euch überflüssig machen. Das ist so ein Thema, so haben wir sehr viel geschafft. Und das zweite Thema, es muss ja auch nicht so sein, man muss ja nicht diesen extremen Cut machen und sagen, ich bin gar nicht mehr im Betrieb. Mhm. Man kann ja sagen, ich reduziere erstmal. Das haben wir uns auch angefangen. Ich reduziere einfach mal 1-2 Tage die Woche, bin ich halt nicht mehr da. Bin ich halt zu Hause. Ich bin mittlerweile wieder jeden Tag hier. Ich habe auch die Zeit lang gehabt, wo ich nur einen Tag die Woche nicht da war. Weil ich einfach sagen muss, dass es halt hier am besten arbeiten nicht lässt. Mhm. Das ist einfach das Schöne. Aber als das Büro dann irgendwann zu klein war, das alte, ging es halt auch nicht anders. Da waren wir halt dann nur noch 3 Tage die Woche da oder 2 Tage. Und war dann aber auch in Ordnung, hat dann noch gepasst, weil letztendlich die Leute trotzdem wussten, er ist immer noch da. Er ist immer noch erreichbar. Das ist so das erste Thema. Sie löst sich ja nicht komplett raus. Ihr seid ja immer noch erreichbar und seid auch immer noch greifbar zu bestimmten Zeiten. Das ist auch kein Prozess, das ist ganz wichtig. Das verwechseln ja viele. Viele denken ja, ich cutte jetzt, dann bin ich nie wieder da im Betrieb. Sondern man macht das ja schrittweise. Fängt damit an, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage. Dann vielleicht hat man schon eine Person, wo man sagt, okay, der hat sich jetzt schon qualifiziert, der hat in der Zeit, wo ich nicht da war, schon die Führung übernommen. Der könnte das übernehmen. Den fragst du einfach mal, hey, hast du Lust, da in Zukunft diesen Bereich zu übernehmen? Jetzt sagt er, ja, habe ich Bock drauf. Ja, super, okay, was ich dann von dir erwarte, ist das und das und das und das. Was du dafür bekommst, ist das und das und das und das. Ist das ein Deal? Klingt gut, okay, würde ich jetzt erstmal probieren mit dir. Und dann schickst du deine Leute halt noch gezielter zu ihm. Ja. Bedeutet, die werden irgendwann die Bindung zu dir jetzt nicht verlieren, aber zumindest abbauen und werden in erster Linie auf ihn zukommen. Wenn du dann auch mal eine Woche oder 2 Wochen nicht da bist, fällt es gar nicht mehr so auf. Mhm. Wichtig halt, das hast du auch gesagt, du hast Angst, dass dann irgendwie die Kultur verloren geht. Das passiert aber nur, wenn du jemanden auswählst, der die Kultur nicht selber trägt. Sollte aber, wenn du ihn schon ein bisschen länger kennst, dann solltest du, bevor du ihn da einsetzt, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ja. Und da muss man halt auch sehr ehrlich dann sein, wenn man dann merkt, okay, der hat da mal ein paar seltsame Kommentare gemacht, die irgendwie nicht passen zu der Firmenkultur, dann ist er halt vielleicht für eine normale Linienaufgabe geeignet, aber nicht als Führungsperson. Muss man sich auch dann ehrlich eingestehen und da kann man auch tatsächlich sagen, die wenigsten Menschen können sich da wirklich ändern. Wir haben einige Fälle erlebt, die haben sich geändert, aber auch viele Fälle, die es nicht haben. Mhm. Da muss man einfach auch so ehrlich sein und sagen, wenn ich halt das Gefühl habe, der passt einfach vom menschlichen her nicht in diese Rolle rein, dann nehme ich ihn nicht. Und wenn es der fachlich beste Mitarbeiter ist, dann kann er weiter fachlich gut sein. Spricht ja nichts dagegen. Aber dann macht er das halt nicht. Na? Ist ja erstmal, weil das ist jetzt ja so euer konkreter Plan, jetzt in meinen Augen, wie ihr da auch rauskommt. Wir werden nachher natürlich auch noch andere Dinge besprechen, was man für Kennzeichen machen kann, wo man wirklich ein Gefühl dafür bekommt, es läuft weiterhin gut. Aber das vom Ablauf her. Hast du da erstmal noch irgendwelche Fragen dazu, zu dem Thema? Grundlegend erstmal nicht, aber ich finde diesen Punkt ganz spannend, was du gesagt hast, einfach in dieses kalte Wasser mal schmeißen. Ja. Einfach, also ich glaube, man kann sich sehr, sehr viel damit am Anfang, glaube ich, auch auseinandersetzen, das auch querdenken und glaube ich, dann gar nicht erst anfangen loszurennen. Ja. Ich glaube, dieses in diesen kalten Wasser schmeißen, das ist sehr, sehr hilfreich und das ja. werden wir auch angehen. Du befähigst die Leute halt und du musst manchmal auch, Niklas, haben wir auch besprochen, steht da übrigens, also wenn wir jetzt mal über ihn reden. es ist so, man hat ja diesen Kontrollverlust dann so ein bisschen, dass man sagt, okay, ich gebe es jetzt ab. Wenn ihr aber starke Kennzahlen dahinter schafft, wo ihr die Hauptdinge im Unternehmen seht, das ist sowas wie Umsatz natürlich, logisch. Das ist auch sowas wie, wie viel Geld geht eigentlich tatsächlich ein. Umsatz ist ja das eine, geschriebener Umsatz, Geld muss auch eingehen. Das ist vielleicht auch sowas, wie lange brauche ich für eine Montage? Wie viele Montagen schaffe ich am Tag mit meinen Trupps im Schnitt?
wie zufrieden sind die Kunden? Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn ihr diese Kennzahlen, zum Beispiel auf Wochenbasis, machen wir es auf Wochenbasis auflisten lasst euch in der Tabelle. Das machen wir nicht selber, die Auflistung. Jeder Abteilungsleiter hat da seine Sachen, die er einträgt. Es wird alles dann einmal gesammelt, die werden eingetragen komplett. Und dann kann ich prognostizieren an der Kennzahlen, wie wird das Unternehmen in Zukunft laufen. Mhm. Und das ist wichtig. Da hat man Kennzahlen dabei, die sind sehr weit am Schöpfungsende. Zum Beispiel, wie viel Geld ist auf Konto eingegangen? Das ist mal eine ganz stumpfe Kennzahl, die sehr weit am Ende der Wertschöpfung irgendwo steht. Und dann hat man auch eine Kennzahl am Anfang, wie viele Anfragen sind heute eingegangen. Mhm. Hat man auch eine Kennzahl, die vielleicht noch weiter vorne steht, bei uns zum Beispiel, wie viele Kontakte wurden generiert. Na? Vielleicht auch, wie viel Werbebudget hat man ausgegeben. Solche Dinge stehen da halt drin. Und da kann ich dann schon sagen, okay, wenn ich jetzt den Monat die Hälfte nur in Werbebudget ausgebe, weil irgendwas gerade anders ist, dann kann ich nicht damit rechnen, dass nächsten Monat der Umsatz der gleiche ist. Generell mal. Ja. Und diese Prognose werdet ihr auch relativ schnell feststellen. Damit könnt ihr wirklich guten Gewissens sagen, okay, ich weiß, die Kennzahl an sich stimmt. Wenn da jetzt im Hintergrund mal eine Kleinigkeit falsch läuft, kann das sein, das lösen die Leute aber selber. Die sind ins kalte Wasser geschmissen worden, das lösen die dann selber auch. Und wenn es sich doch nicht löst und die Kennzahl schlechter wird, dann müsst ihr eingreifen. So fangt ihr aber an, von diesem Mikromanagement einfach wegzukommen und seht noch diese Makroebene, seht, die Kundenzufriedenheit ist gerade so und so und so. Und wenn die halt schlechter wird, muss ich eingreifen, dann muss ich gucken, woran liegt es, dann muss ich auch mal in die Tiefe reingehen. Und wenn die aber sich verbessert oder vielleicht mal eine Woche schlechter ist und dann wieder etwas höher geht, dann ist es komplett in Ordnung, dann kann ich mitarbeiten. Ja. Also vielleicht mal auch für alle anderen, die es jetzt sehen, also wenn ihr solche Kennzahlen habt, dann müssen wir uns wirklich mal überlegen, das sind 10, 20 Stück. Was sind die wichtigsten Zahlen in meinem Unternehmen? Was sind die Zahlen, wo ich auf jeden Fall, wenn da eine Zahl schlechter wird, aufpassen muss? Ja. Es ist immer Kundenzufriedenheit, es ist auch immer Geld, was eingeht, logischerweise, es ist immer Umsatz. Es sind immer Anfragen, die eingehen, das gehört eigentlich immer dazu. Abschlussquote gehört eigentlich auch immer dazu. Neukundenfokus. Genau, Durchlaufzeiten, ganz wichtiges Thema. Ja. Und ansonsten feel free. Ne? Ja, das macht Spaß. Ja, kommen auch neue Sachen dazu und alte Sachen gehen auch. Wenn man dann sagt, okay, die brauche ich eigentlich doch nicht, die war jetzt irgendwie nutzlos, die Kennzahl, dann nimm mal eine andere. Mhm. Da kann man ja auch flexibel sein, das kann auch mal ein bisschen mehr dann sein, mal ein bisschen weniger. Okay, jetzt haben wir einmal über das Thema gesprochen, wie es halt aussieht, wenn man sehr stark gewachsen ist. Vielleicht noch eine Sache für alle, die in Hannover und Umgebung wohnen. Ne? Ihr werdet ja auch weiterhin immer wachsen, jetzt in Zukunft, so geplant zumindest. Das heißt, wenn du in Hannover und Umgebung wohnst und sagst, hey, du interessierst dich für das ganze Thema, findest du cool. Bei euch zum Beispiel ist ja auch so, ihr braucht jetzt ja auch nicht für den Anfang Leute, die schon perfekt Elektriker sind, sondern ihr helft ja den Leuten wirklich mit einer internen Ausbildungsakademie, könnte man so sagen, ne? Dass die in ein paar Monaten wirklich fit werden. Also wenn du sagst, hey, du hast Bock auf was Handwerkliches, du willst gutes Geld verdienen, du willst wirklich was schaffen, du willst was für die Nachhaltigkeit schaffen. Auf der anderen Seite hast du jetzt keinen Bock, erstmal 3 Jahre Ausbildung zu machen und da dich irgendwie 3 Jahre, ich sag's mal hart gesagt, wirklich knechten zu lassen, sondern willst direkt richtig Wert schaffen. Melde dich gerne bei den Jungs, pvgreen.de, kann man euch, glaube ich, ganz gut erreichen. Genau, ja. Einfach pvgreen.de. Wenn du Bock hast, in den goldenen Zeiten im Handwerk gutes Geld zu verdienen, was du schon gesagt hast, und vor allen Dingen auch in einem jungen, dynamischen Team. Also das ist das, was uns auch unterscheidet. Also wir sind jung, ja, aber wir... Nicht alle. Genau, Leute, wir haben auch welche, die etwas erfahrener sind, sind aber vom Kopf her jung. Ja. Und vor allen Dingen dynamisch. Also wir haben Bock auf Veränderung. Wir sind so gespannt auf die Zukunft, was das alles so mit sich gibt und haben einfach Bock, die Zukunft auch zu verändern, im positiven Sinne. Ja, ob jung oder alt, solange du jung im Kopf geblieben bist, melde dich auf jeden Fall bei den Jungs. Ja, ist ja, muss man ja dazu sagen. Und das ist natürlich auch jetzt eine Zeit, ihr seid jetzt 40 Leute. Ich sag mal, wenn ihr vielleicht in 2, 3 Jahren 100, 200 seid irgendwo, dann sind da definitiv auch Führungspositionen möglich, wenn man jetzt so zeitig schon dabei ist. Also wenn du sagst, du hast Bock, bei einem Unternehmen mitzumachen, wo du dich selber auch extrem reinentwickeln kannst, wo du mitwachsen kannst, dann ist das halt eine coole Möglichkeit. Und wenn du sagst, gut, du hast nicht so Lust auf den ganzen handwerklichen Bereich, dann kannst du auch bei uns melden, ist auch klar. Handwerkliche Berufe bieten wir stellen aber auch welche im Büro ein. Also das ist auch möglich, genau. Ansonsten, ja, schön, dass du das Video angeschaut hast. Wenn du sagst, okay, dir hat das gefallen, gerne einen Daumen nach oben geben, dann holen wir den Fabio oder auch den Niklas vielleicht nächstes Mal nochmal wieder dazu, um über andere Themen zu reden. Da gibt es ja ständig Sachen bei euch, die man zu besprechen hat. Ne? Und ansonsten, ja, Abo dalassen auf jeden Fall, dass du nichts mehr in Zukunft verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.